wir sitzen im Auto, heute mal keinen Baum fällen. Es ist Donnerstag, es geht gleich das Video online, wo wir mit Hauke die amerikanische Eiche für die Fans gefällt haben. Und heute fahren wir anderthalb Stunde, fast zwei Stunden Autobahn Richtung Rheine runter und fräsen da Wurzeln für einen Fan. Ja, der hat da eben, wie gesagt, ein paar Wurzeln, fahren wir runter, fräsen die und dann kommen wir wieder hoch und dann, denke ich, sind wir vielleicht auch pünktlich zum Start des Videos da und dann beantworte ich wieder eure Kommentare. Ja, wir finden das ganz toll im Moment, dass uns so viele unterstützen mit Arbeit, so viele, die uns kennen von den Videos, dass die dann Jobs für uns haben. Das ist eine feine Sache und da möchte ich mich nochmal ganz herzlich für bedanken, weil es ist natürlich, wie ich schon mal in dem einen Video erklärt habe, ne, jeder Job hilft irgendwie, über die Zeit zu kommen. Ja, und da muss man halt gucken, ne, ob's, also, ja, war, ja, es führt jetzt eigentlich zu weit, die ganzen Überlegungen und Gedanken. Und ihr wisst ja, wir haben das Gewerbegrundstück noch. Ihr wisst auch, wir müssen Regen, oder die Gemeinde muss ein Regenrückhaltebecken bauen, damit wir da bauen dürfen, weil im Moment alle anderen so viel gepflastert haben, dass eben ein Regen, ist auch egal. Ist egal, wir machen einfach irgendwie weiter und leben von Tag zu Tag und ja, machen einfach weiter, so lange wie es geht. Gleich da, 300 Meter noch. 300 Meter noch. 170 Meter, turn left. Then arrive at your destination. So, 1. Turn left. Then arrive at your destination. Das ist eng, ja. Das ist eng, ja. Gut, ja. Da. Und irgendwo müssen wir den Panzer hier auch hinstellen, ne? Also Jeep mit Twin-Trailer ist schon mal so fast 10 Meter lang. Oder knapp 10 Meter lang. Das Halteverbot ist hier wegen dem Tor, damit die rein und raus können. Ja, müssen wir mal gucken. Ja. Die hier, okay, ja. Hier musst du auf jeden Fall dann wahrscheinlich die Klappe noch hochbinden. Haben wir einen Spanngurt mit? Nee, es kann genau passen. Ich kann einen Spanngurt mit. Ja, oder? Genau, wenn du von vorne frisst, kann genau passen. Kann genau passen. Kann genau passen, weil der Abstand nämlich so, so zwei Füße sind. Das kann sein, dass es genau passt. Thank you.
Sind auf dem Rückweg. Ganz, ganz liebe Leute. Also was ich immer sage, wir haben die besten Fans. Die kannten uns ja nun auch über YouTube, Instagram und Facebook und folgen uns da. Und wirklich ganz, ganz toll. Alles super vorbereitet. Die Parkfläche war ja, wie gesagt, freigehalten. Er hat sein Auto dann weggestellt. Das Halteverbot gilt auch nur, weil die ihre Bäckerei da gegenüber haben und in ihre Bäckerei rein und rauskommen müssen. Super tolle Bewirtung, gab Kaltgetränke, gab Kaffee, gab Brötchen, gab Teilchen. Die haben wir auch noch mitgenommen, weil wir gar nicht so viel essen konnten. Also ganz, ganz toll, wirklich nochmal ganz vielen lieben Dank für den Auftrag. Eine ganz tolle Baustelle und ja, ist Wahnsinn, ne? Eure Hilfsbereitschaft ist echt, ist Wahnsinn. Vielen lieben Dank. Ah, Kamera eine halbe Stunde gesucht, kann schon mal vorkommen. So, Nachschub für den Shop, da sind neue Produkte drin. Unter anderem, wie man da drauf lesen kann, Sweatjacken. Und anderes cooles Zeug, was wir euch gleich mal zeigen, was wir in den Shop dann einpflegen müssen. Also es gibt neues Zeug. Und Masken sind auch fertig. Masken können also auch weiter noch bestellt werden. Feiern, Markus. So, Masken, Bestellung. So sehen hier, seht ihr, das sind die ersten 35 Masken. Haben wir euch nochmal gezeigt. Und hier ist, wie gesagt, jede Menge neues Zeug. Mein kleines, das passt ja so schön in die Tasche rein. Nervt auch nicht bei der Arbeit. Ich glaube, Tina muss mal die Kamera halten. Ja, ja, halt mal die Kamera nicht, dass ich da noch reinschneide. Mertens Carbondruck. Das wird krass, glaube ich. Kommt das hier im Licht überhaupt rüber? Hier hängen übrigens obdurch Bohnen aus dieses Nationalgericht. Haben wir schon mal ein Video drüber gemacht. Das sind die neuen Carbon-Druck-Sweatjacken. Kann man das im Licht überhaupt sehen? Ja, kann man sehr gut sehen. Ich hoffe, mega dass wir geil. Hier genug Licht haben. Mega geil. Das sind mit Zippy. Genau, Zipjacken ohne Kapuze. Das war mir ganz wichtig. Ohne Kapuze. Oh, und innen voll schön flauschig. Ne, jetzt schon an den Winter denken. Ja, und als Mertens für Übergang halt, ne? Sweatjacken verschenken. Oder sich selber schenken. Oder sich selber schenken, ja. Also ich glaube, die sind tatsächlich geil geworden, doch, ja. Ja, richtig geil. Wie gesagt, nur Logo. Dass so ihr nicht, wie ihr euch das gewünscht so habt. So wie euch das... Ich kann das ja verstehen, dass nicht alle Werbung für uns laufen wollt. Trotzdem wisst ihr, das Logo ist hier. Eingetragene Marke. Ist auch ein Copyright drauf. Zeichen. Ja, den kannst du auch da drauf stehen lassen, weil du musst den Karton daneben jetzt haben. Warte mal, ja. Oh, das sind neue Shirts. Messer weg. Messer weg. Egal, ich hab noch ein paar. Warte mal, wie sieht das Schein? Das ist. Geht keine Adresse nicht an. Also, Sweatjacken. Nee. T-Shirts. Immer noch, genau. Immer noch T-Shirts. Das ist das zweite neue. Weil der Sommer ja vor der Tür zweite steht. Zweite neue. Jetzt den Sommer. Clever denken, sehr geschenkt. Machen wir noch mal lieber alle sonst hoch, oder? Nee, ich nehme einen raus. Tada. Ja, geil, oder? Auch frisch aus dem Druck. Die neuen Carbon-T-Shirts mit Logo in Carbon auf der Front. Schön, schön. Jetzt, wo ihr das Video seht, auch ab jetzt erhältlich. Ja, muss in den Shop eingepflegt werden. Ist unsere alte, Shirt-Qualität, ist das? Sind dieselben? Ja, Statehand? Ja, natürlich. Wir wollen ja gewohnte Qualität haben, bewährte Qualität bei Mertens.
Nichts Neues, keine Spirenzchen. Ja, 100% fair gehandelte Bio-Baumwolle, 100% Biodruck. Deswegen sind wir nicht die billigsten, aber eben immer die besten. Ja, und die Shirts halten. Also ich habe die ja selber auch viel an. Nicht so zusammenknüdeln, Anne. Ich habe die auch viel an und die halten auch wirklich sämtliche Wäsche aus. Die haben auch abgenommen, ja. So. Gut, ja, dann wollen wir mal die Masken verpacken. Die Jacken und die Shirts sind neu. Die Hoodies kennt und die ihr. Hoodies sind wieder in Stock. Die Stuck. Hoodies sind auch wieder lieferbar. Da ist nämlich jetzt eine neue Lieferung Hoodies gekommen hier. Achtung. Muss auch noch mal aufmachen. Die können wir gleich noch mal einräumen, wenn wir fertig sind mit Pakete. Müssen wir erstmal ein neues Regal bauen. Na, die Hoodies haben ja einen Platz. Oder Monkey Beaver Kram muss langsam mal. Aber es ist auch fast alles ausverkauft von Monkey Beaver. Das heißt, ja, ausverkauft nicht, da aber wird's dann auch Endspurt, sagen wir mal so. Endspurt, ne? Ihr müsst euch dann jetzt noch euer Zeug sichern, da wird nichts Neues kommen. Also, die Hoodies. Ja, sind immer noch mega geil, ne? Wie gehabt, mit Tasche vorne. Genau, mit Tasche und Kapuze. Vorne und Kapuze sind dann jetzt auch wieder lieferbar. Sind etwas anders zugegeben, Vorsicht. Wir zeigen das mal. Weil die ganz anderen, das seht ihr, die waren mit so einer Folie bedruckt. Die kann man natürlich Transferdruck heißt das. Abknippern, genau. Transfer, das kann man natürlich abknippern. Dieses ist jetzt ein Siebdruck, der sollte länger halten. Das Besondere ist, das wird in drei Farben, ne? Drei, glaube ich. Ja, drei Farben, gedruckt. Um den Effekt zu erzielen. Ich denke, das kommt der ganzen Sache schon sehr nahe. Ja, auf jeden Fall. Und ihr habt eben den Vorteil, dass ihr keine Folie mehr drauf habt. Das heißt, es kann auch nicht so abgehen. Wir können uns ja auch noch laufend verbessern und das tun wir ja. Also, munter bleiben. Bestellen. Bestellen, ganz wichtig, genau. Damit das auch alles wieder rauskommt. Ich bin da wieder mit einer Vorleistung gegangen. Sind ein paar Euros. Aber machen wir gerne. Ihr habt danach gefragt. Und dann versuchen wir natürlich auch Folge zu leisten. Ja, genau. Wenn ihr lieber Zeug haben wollt, wo eben nicht so offensichtlich Merz unser Name draufsteht, dann können wir natürlich auch das gerne liefern. Muss auch gekauft werden. So, wir haben es wieder geschafft. Wir haben wieder Pakete gepackt. In den kleinen Briefumschlägen sind die ganzen Masken, die ihr bestellt habt. Hier sind, wie gesagt, noch ein paar Kalender drinne. Finde ich froh, dass auch in so fortgeschrittener Zeit des Jahres noch Kalender bestellt werden. Sind auch jetzt fast alle weg. Also hier sind noch ein paar 19er. Das sind so die Restbestände und das sind so die Restbestände an 20ern. Joa. So, dann bringen wir den Kram jetzt mal wieder zur Post. Gell, Queenie? Postbox? Du kriegst jetzt links und rechts eine Packtasche, so eine Fahrradtasche. Und dann kriegst du ein Navi mit den Adressen und dann kannst du die demnächst rumbringen, ne? Dann gibt es noch kostenlose Knutschis von Queenie. Hm? So, Mogi, Treppe runter. Flott. Das ist schon eine Menge Zeug. Und da ist noch mehr Zeug. Irgendwie ist unser Haus zu klein. Oh, und da ist Tyson. Hast du die ganze Zeit auf Oma aufgepasst? Er trägt gut. Ich trage das schon mal mit runter, ja. Stehen in dem anderen Zimmer, wo die Sachen vom Schrauch stehen, die Felgen. Schmeiß Tina gleich raus aus dem Fenster. Ja, du kannst keine Treppen hochlaufen, ne? Queenie kann hoch und runter, du nicht. So. Ist an. Ist Samstag. Es ist Samstag, wir arbeiten, richtig geiles Wetter, wir arbeiten heute nicht, also jedenfalls nicht, was Bäume angeht, sondern wir gehen in den Shop, packen eure Bestellungen, da liegen sie, 30 Stück an der Zahl, glaube ich, so ungefähr, damit das dann auch endlich wieder abgearbeitet ist und wir stellen euch die neuen Produkte vor. So ist der Plan. Plan ist gut. Besucher, wer flieht dich, wa? Oh, Blixen, du hast der heile Hackschnitzel, der ist hier nur hin. Oh, das ist doch mooi, gut. Ja, auch Blixen hat einen heilen Anblick hier. Und nur haben die Buschen und Bomben haben auch ein bisschen Schuligkeit, ne? Ja. Dass der Grund nicht so drückt. Das ist so was von drückt. Ja, auch. Das wird bei Löhm. Ne, ist doch mooi, gut. Ob man den Breden da das nicht zacken kann. Dann geht auch die Idee, was. Da muss noch mal ein bisschen oben, ne? Aber ich hab noch ja, wie sei mal noch mal einen Wagen voll.
Wir machen ja demnächst auch noch die Linden, dann kommt ja, auch, und der helle Unkreide hat weht, wa? Ja, der hab ich auch schon mal. Blick, Siegauto. Hier kommen noch ein paar Steine nähern. Ja. Und wir haben ja in der Achtische Schrott mal, wie mal die Bregen, die Plastik. Ja. Die kannst du bogen. Die so, haben wir zu inschgaulen, ja. So, und wenn wir die da nur ansehen, dann kommt Bache im Werk und geht dahin und dann muss ich bloß mehr Lappen drin haben. Dann kann der rundherum biegen. Das sagt auch jemand. Ja, ja. Dann habe ich mich da. Da bin noch Rötten hin, wo kommen die Lappen her? Wollmusen, okay, ja. Ich doch Rötten, da war es noch leib. So habe ich das dort. Wenn da nur Werk geht dahin, das ist ja 3 oder 4 Meter, da muss ich fahren. Ja. Und dann kann man mal rundherum machen. Da oben, wo die Steine ist. Ja. So. Und dann kann man da auch schredder hinmachen. Ja. So sah unser Jeep übrigens mal aus. Das ist wie gesagt der Grundpreis gewesen, inklusive der serienmäßigen Extras wie Metallic-Lackierung und so. Sitzheizung und den ganzen Kram, Mopar-Fußmatten und so, das Dual-Top, also wir haben auch noch einen Soft-Top für den Jeep, du kannst ja das Hard-Top, einmal hier vorne kannst du die Platten rausnehmen und dann kannst du einmal den kompletten hinteren Teil abnehmen und da haben wir natürlich auch einen Soft-Top für. Das Soft-Top liegt hier noch original verpackt. Ja, und dann ist der ja umgebaut worden, ne? Komplett auseinander, die Stoßstangen weg, Haube ist komplett neu, ne? Ihr seht hier, das war die Serienhaube, wir haben ja jetzt so eine Haube mit Buckeln hier, ne? Mit so einem Power-Dome. Dann die Eisenstoßstangen und so. Und hier sieht man auch noch mal ganz gut den Unterschied zwischen den Serienreifen und den, wie sie. Und so sah er dann aus, als wir ihn abgeholt haben. Und jetzt ist ja der Bügel ist schon wieder neu. Die Lampe ist ja jetzt hier und so eine Geschichten. Andere Haubenschlösser haben wir noch montieren lassen und so eine Sachen, ne? Ja. Hier hat er auch noch keine LED-Scheinwerfer, ne? Hier hat er die ganz normalen Scheinwerfer gehabt. Und hier sieht man ganz deutlich schon, hier sind LED-Scheinwerfer verbaut. Und das hat nämlich den Preis nochmal fast verdoppelt. Das ist hier die Liste mit den ganzen Extras. Übrigens auch alles eingetragen, deswegen hat der 2 Seiten im Fahrzeugschein. Und den Gesamtpreis haben wir ausgepixelt, weil das verrät man nicht. Na, aber alleine hier Tankdeckel und so eine Sache, ne? Rücklichtschutzgitter. Hier Powerdome, Anniversary Motorhaube, ne? Das ist die zum 10. Ja, das ist schon hier auch hier unten, seht ihr, ne? Hier ist nichts mehr serienmäßig, ne? Die komplette Fahrwerk, Achsaufhängung, Achsgeometrie ist geändert worden, dann hier überall der Unterfahrschutz und so, ne? Also an der Karre ist nicht mehr wirklich viel serienmäßig. Die Kotflügel sind neu. Dann hier die Seitentrittbretter, ne? Das war vorher so Plastik. Das sind hier jetzt diese Rockrails. Also ich finde, man kann doch schon den Unterschied sehen, ne? Das ist, wie gesagt, an der Karre ist nicht mehr viel Serie. Und dann kannst du, wie gesagt, den Anschaffungspreis locker mal verdoppeln, ne? Jetzt wisst ihr auch, warum wir 40.000 Euro netto nach nicht, also nach 2,5 Jahren für das Auto gerne wieder haben möchten, ne? 40 netto ist die Verhandlungsbasis für das Auto, weil das ist nämlich auch das, beziehungsweise das ist der Preis, ne? Weil das Autohaus gibt uns auch 40.000 netto für den wieder, wenn die in Zahlung nehmen. Und also wenn den jetzt noch einer haben will, jetzt wäre die Gelegenheit, wenn das Auto, der Autohaus den verkauft, wird er nur teurer, dann zahlt ihr mehr wie 40 netto. Also wenn den einer haben will, 40.000 Euro mitbringen, könnt ihr den kriegen, plus Mehrwert. Bitteschön, wenn ihr nicht gewerblich seid. Ansonsten weisen wir die Mehrwertsteuer natürlich aus. Ja, dann gehen wir mal rüber, weil ich glaube, die sind da schon fleißig. Moin. Ja. Bist du schon fleißig? Ich habe ein bisschen was über den Jeep erzählt und wenn den einer kaufen will, dass er jetzt noch die Gelegenheit hätte. Ruby. 40 netto. Und da gibt es nichts dran zu wackeln, weil das ist das, was das Autohaus uns auch gibt. Der hat sogar noch Restgarantie. 2 Jahre. 2 Jahre. Stimmt. Also, 2 Jahre. Eigentlich nichts verkehrt. Aber, und eigentlich egal. Ne? Genau. Aber stimmt, der hat sogar noch 2 Jahre Rest. Ich kann nicht alle sagen, er hat ja was sagen können, ich hätte ihn so gerne gehabt, weil sowas hat man immer mal wieder. Also, ja, wäre zu haben mit Restgarantie und allem. Genau. 2 Jahre Restgarantie, 40 netto. Ansonsten danach auch gerne ein Autohaus zu kaufen. Dann wird's teurer. Habe ich auch schon gesagt. Ach so, okay, sorry. Nee, ja, cool. Also hier gibt's ja, neue Produkte. Alles jetzt schön neu gemacht gestern. Richtig toll. Wir haben zu wenig Platz leider. Ja, wir haben immer noch zu wenig Regale. Aber ihr merkt schon, irgendwie die Wand wird immer voller. Extra für euch. Kauft den Monkey
Beaver Stuff. Genau, kauf den Monkey Beaver Stuff ab. Ja, und zwar Hoodie in, das ist SML. Original-Shirt in L. Und Hoodie und Original-Shirt in L sind ausverkauft. Vom Rest ist noch ein bisschen was da. Ja, hä? Dann hätten wir Platz. Aber gut, dann hätten wir Platz. Noch ein Regal dazu holen, denke ich. Ja. Aber jetzt ist es wieder einigermaßen ordentlich. Ist auch nicht mehr so viel. Nur alles nicht mehr so Tina-gerecht. Es ist davon, wenn man so ein Zwerg ist. Obwohl die Dinger können damit auch kommen. Handbreit größer als ein Hausschwein. Ja. Ja, wir haben neue Sachen. Wir zeigen euch ein paar Clips gleich. Ich zieh die mal an. Oder ist, glaube ich, die Kamera nicht mehr voll dreckig. Schon wieder Nebel drauf. Besser? Und dann dürft ihr ab jetzt bestellen. Ja, genau. Wir pflegen die Sachen heute in den Shop ein. Wie gesagt, heute ist Samstag. Wir pflegen die Sachen in den Shop ein. Wir sehen erstmal alles limitiert. Also wir haben nicht endlos. Wir müssen natürlich erstmal gucken, wo das hingeht, weil im Moment ist das eine Investition für uns. Extrem viel zu kaufen. Es sind immer nur ein paar von allem da. Aber ja, Schlag zu. Wir bestellen natürlich auch nach, wenn es sich kristallisiert, dass alles leer ist. Aber würde schnell sein, sagen wir mal so. Ja, sonst wird nachbestellt. Aber wir können im Moment eben nicht. Ne, hier liegt Material für ein paar tausend Euro, mit dem wir immer in Vorleistung gehen. Und wir wissen ja nie, kauft ihr das oder kauft ihr es nicht. Von daher sind wir ein bisschen vorsichtiger geworden in den wilden, verrückten Zeiten, die im Moment herrschen. Aber wir glauben, dass das mit dem Carbon, nur mit Logo, ohne immer Mertens, dass das eigentlich ganz gut ankommt. Es laufen halt viele scheinbar gerne oder viele finden unser Logo geil, möchten aber nicht sagen, dass das von uns ist. Habe ich so das Gefühl. Ja, sieht aber auch stylisch aus, weil es ein bisschen dezenter ist. Ja. Ich will gar nicht unbedingt unterstellen, aber. Na gut. Ich brauch dich jetzt. Ja, ich muss fleißig Kartons packen und Adressen schreiben, beziehungsweise Tina packt Kartons, ich schreibe Adressen. Ah ja, und es sind immer noch zwei, drei Leute. Wenn alles weggeschickt ist hier, dann werde ich da nochmal einen Post bei Insta darüber machen. Es gibt noch drei Leute. Ja, da ist immer noch die Rücksendung da. Wenn ich die jetzt nicht erreiche, werde ich das Geld erstatten und das geht wieder an Verkauf dann. Okay. Firmieradressen. So, das war der letzte Zettel. Papa hat die letzte Adresse aufgeschrieben. Das sind große Kartons. Da ist so viel Hoodie und so ein Kram drin und Kalenders und so. Hier sind T-Shirts und so drin. Da sind. Keine Adresse zeigen. Kleine Kartons haben wir diesmal gar nicht so viel, wa? Ein paar Kalender sind noch weggegangen. Das sind Pakete, die ins Ausland gehen. Also Ausland ist gut. Also nicht EU-Ausland, ne? Also Schweiz und Liechtenstein, ne? Ja. Liechtenstein, genau. Michael, liebe Grüße. Genau, Michael, liebe Grüße nach Liechtenstein. Ja, jetzt sehen die Regale schon wieder ganz anders aus. Wir haben. Ist schon krass. Also doch. Weiter fleißig bestellen. Aber jetzt sind wir erstmal wieder auf Stand, ne? Alle Bestellungen sind abgearbeitet. Genau, es ist alles abgearbeitet und ja, ich hoffe, jetzt, dass ihr dann jetzt Nachschub liefert. Jetzt zeigst du dann gleich nochmal die neuen Klamotten. Richtig. Die ziehst du an. Draußen? Okay, machen wir draußen. Also Tina führt euch gleich nochmal die neuen Klamotten dann vor. Kann losgehen. Mach dir den Wohnzimmerhaufen. Ja. Irgendeiner hat mal gesagt, wir sollen uns so eine Paketrutsche bauen. Soll ich so machen? Wenn wir die ins Auto packen, müssen wir übrigens auch mal ein Foto machen. Okay, ich kann das ganz schnell. Handy mitbringen, ja. Irgendeiner hat, wie gesagt, wir sollen uns mal eine Paketrutsche machen. Tada, fliegt schon. Tada, fliegt. Tada, fliegt. Fliegt gleich. Mein Handy? Was? Ja, bring Handy bitte mit. Das war's alles? Ja.
Okay. Platten mitbringen, jo, Ding. Ja. Ich habe nämlich keine mehr. Mhm. Der kommt weg. Wir müssen direkt den zwei Wagen holen, sortieren, ne? Ja. Komm mit. Ich kann hier vor. Aber gut, dass wir das nicht gut sehen. So, komm mal rein. Das sieht tatsächlich gut aus. Moin! Moin! Grüß dich! Hamburg, genau. Ja. Ah ja, Handgeben ist ja genau, da war ja was. Ja, wer hat euch kommen sehen? Wir waren gerade hinten auf Platz, wollen eigentlich noch zwei, drei Fotos machen. Ja, mach doch. Hatten das gesehen, dass ihr am Kommen wart. Wir haben Zeit. Oh, wir haben Besuch bekommen aus Hamburg vom Thorsten und seiner lieben Frau und wir sind auf dem Weg zum Gnadenhof und die haben nämlich Futter mitgebracht für den Gnadenhof. Und da liegen auch noch meine Hackschnitzel und jetzt wollen wir uns hier mal hinstellen und dann wollen wir mal Futter auspacken. So, du musst auch mal gucken, wo die Kamera immer hinhält zu filmen und so. Ne? Zu dir schräg hin. Vorhin nämlich irgendwo hingefilmt. So? Mhm, genau. Oder so. Ja, so ungefähr. Oder so. Meine Ohren sind dreckig, bestimmt. Die sind glaube immer dreckig. Ich nicht. Können wir jetzt im Video nachgucken. So. Cool. Mama filmt, Papa packt. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil da Kiddies gerade sind. Wir wollen nicht alles filmen. Nicht alle filmen. Nee, alles, ja, aber nicht alle. Bisschen, ja. Überpixeln sind immer so schön. Ja, das ist immer so anstrengend. Wir gucken mal. Shetland-Pony sind die besten. Ja, sind so, die kannst du fast im Wohnzimmer halten. Ja, das wäre schlimmer, wenn ich eins hätte, dann wäre das bei uns im Wohnzimmer. Ne? Ja, hallo. Ein dicken Fan für mich kann er gar nicht auch. Ja, wir haben ein paar. Ja, das ist der Thorsten, der kommt aus Hamburg. Hallo. Der verfolgt auch unsere. Meine Frau Dagmar. Genau. Wir haben uns gedacht, wir bringen euch mal was vorbei. Ja, cool. Ja, ich helfe einen Tragen. Und habt ihr eine Schubkarre? Wir haben auch eine Schubkarre. Weil die wäre sinnvoll. Bist du dir sicher? Ja. Aber nicht noch mehr, du musst auch noch Bäume fällen. Ich krieg noch eins zur Zeit auf die Schulter geschmissen, weil ich nur einen Arm habe. Also, einen jetzt noch zum Arbeiten. Nee, Schmidt. Schnucki, pass auf, dass du nicht unter die Räder kommst. Ja, ich bin so klein. Da muss man sich ja bücken. Da muss man sich ja bücken. Also ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber es funktioniert echt. Ne? Der Onkel hat die richtige. So, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mit anfangen. Das ist total toll von euch. Vielen also ich nehme die oberste Tüte Sache. Die ist mir. Na du? Hast du eingekriegt? Oh. Ja, ich glaube wohl. Schnitzel. Alter, boah, da kannst du dich nicht klar machen. Der Blick und mich, das ist Befriedigung pur. Natürlich, das sind ja auch Genusstiere. Ich finde die klasse, ja. Oh, schon vorbei. Die auch, ne? Das sage ich auch immer, das passt nicht. Du musst sie nicht so weit hinten hinwerfen. Wie soll ich da denn hinkommen? Wie soll ich da denn hinkommen? Oh, uff, uff. Ja. So weit weg. Ja, ich weine. Wie so weit weg, so kurz. Die beiden habe ich noch gesehen. Da waren ah, da hast du längere Arme, ich komme nicht dran. In Menschenjahren ist der. Oh Gott, weiß ich gar nicht. Aber Pferd war jetzt schon irgendwie an der 30, ne? 30? Ja, 31. Also, ich habe mal ein Pferd kennengelernt, das war längst viermal so groß. Das ist dann auch irgendwie 35 geworden. Sind das Franzosen? Ja, hallo. Nee, wir kommen aus Neuseeland. Hallo? Die Schnauze, ne? Wo du in Bali mit schwimmen gehen kannst. Die sehen genauso aus. Es gibt jetzt viel Luft für andere Dinge. Und genau. Das finde ich echt toll. Ja.
Ja, man sagt immer so schön, ja, eine Sorge weniger. Ne? Aber genau. Es ist tatsächlich so. Eine Sorge weniger kann schon. Und ich wurde das nicht gestern noch einen Sack mit Möhren geholt. Weil er hatte auch da tonnenweise Möhren rumliegen. Ich weiß gar nicht, wo die so viele Möhren herkriegen. Ja, vor allem bei uns gibt es gar keine Möhren mehr. Im Moment nicht. Nee, Futtermöhren sind bei uns aus. Ja, der hat eine. Also da kam ein ganzer LKW, stand auf dem Hof, hat er abgeladen. Also bei uns sagen die Händler, sobald es ein bisschen wärmer wird, dann werden die ja so schnell schlecht, ne? Und dann holen die keine mehr. Was sehen wir, das war abzuschließen, habe ich gesagt, gut, dann fahren wir dann hier hin und dann gleich die Gelegenheit mal persönlich kennenzulernen. Ich bin eben auch seit letztem Jahr dabei bei der ganzen Geschichte und seit Anfang des Jahres eben halt in der anderen Sache noch da beteiligt. Und okay, mache ich. Und wenn sie dann Zeit haben, freut mich das. Wenn nicht, hätte ich das auch irgendwie geschafft. Ja, aber dann nimmt man sich dann auch die Zeit. Ja, klar. Auch ja, nun, ihr seid selbstständig. Das ist ein bisschen anders. Ich, wie gesagt, ich weiß, was das bedeutet. Man macht ja beides ein bisschen mit Herzblut. Ne? Wenn da sich jemand so weit anreißt, dann sagt man auch nicht, ja, hier, dann danke, tschüss. Ne? Sondern, ja. Ne? Ja. Gut. Und so weit ist das nicht, finde ich. So, wir haben ja gerade noch Besuch gehabt vom lieben Thorsten und seiner Frau. Und ich glaube, Doreen war der Name, ne? Bitte korrigiert mich, wenn es falsch ist. Ich habe ein echt schlechtes Namengedächtnis. Ich weiß nur, dass der Thorsten heißt, weil ich ja immer mit ihm schreibe, weil der ist nämlich Kanalmitglied. Dina hat das Tor nochmal auf und zu gemacht, weil wir bringen nämlich jetzt noch. Wir haben gerade mal zwischendurch die Hunde kurz mal rausgelassen. Die müssen ja auch irgendwann mal pipien. Und jetzt bringen wir nämlich schnell eben die Pakete zur Post und kaufen uns noch was zu beißen für heute Abend. Beißen fürs Micha. Beißen, genau. Und ja, du hast ja auch das geile neue Shirt an. Ja, das dürfen wir noch gar nicht präsentieren. Doch, das wissen die jetzt ja schon. Ach so, ja, jetzt wissen die. Das ist ja nur gerade gesagt. Das ist irritierend, wenn man Videos macht. Ja, wir sind doof. Ja, ich bin doof. Und ihr könnt auch immer noch Masken bestellen. Noch gibt es die. Genau. Jetzt bin ich hier lang gefahren. Scheißegal, kannst du da rum. Ja, ich fahre jetzt da rum. Kreis. Oh, ich wollte irgendwas erzählt haben, verdammt. Was wollte ich erzählt haben? Ja, Thorsten war da, war total cool. Hat echt, also hat uns nochmal wegen dem Schaden an der Fräse eine Spende dagelassen. Nicht unerheblich, muss man sagen. Genau. Eine nicht unerhebliche Spende. Dafür möchte ich mich bedanken. Und das wollte ich nämlich sagen, weil der Thorsten mir das gerade ins Gedächtnis. Der Deckel, das gesehen? Alter, die Straße ist total böse. Darum fahre ich hier auch nicht gerne lang, wollte ich gerade sagen. Ich fahre ja auch mit dem LKW nie lang und mit dem PKW schon eigentlich nicht gerne. Ah, jetzt endlich mal hier zum Punkt. Ich möchte mich nicht nur beim Thorsten, sondern auch bei allen anderen ganz, ganz lieb bedanken, dass ich eben nicht nur, du hältst die Kamera ein bisschen so. Ich kann mich noch hören. Nein, oh, sei doch mal artig, Mann, sonst muss ich mir den Kameramann einstellen. Nicht nur, jetzt fange ich zum vierten Mal an. Ja, du mich auch. Alter, du irritierst mich. Ich möchte mich nicht nur beim Thorsten ganz, ganz lieb bedanken, sondern auch bei allen anderen, die uns immer unterstützen und die uns im Speziellen jetzt auch in unserer misslichen Lage mit der Fräse unterstützt haben und da eben gespendet haben. Und natürlich auch, dass immer noch so viele von euch so lieb an den Gnadenhof denken, ja, und noch, da auch noch immer fleißig immer noch spenden. Total, genau. Also das finde ich total lieb. Das ja, ist gerade speziell zur Fräse, also da ist es natürlich jetzt auch viel untergegangen, aber das ist schon Wahnsinn. Wir haben da schon einiges bekommen. Ja, und, das ist total lieb. Ich meine, wir werden es auch definitiv brauchen, weil wir haben jetzt gemerkt, hast du es im Video schon gesagt? Nein. Wir haben ja gefräst gestern, das habt ihr irgendwie jetzt schon gesehen. Wir haben es versucht. Naja, bei Weichholz ging es, also die Birke und so, also es geht alles, aber die Fräse, man merkt, dass die Zähne, die drauf sind, extrem gelitten haben, die sind einfach durch. Und ich habe noch eine Roteiche, drei Buchen, die Baustellen habt ihr alle schon gesehen, die Fällungen habe ich noch zu fräsen und das wäre absolut sinnlos damit. Das heißt, die Ersatzzähne muss neu und ja, einmal komplett neue Zähnchen. Die scheint keinen Getriebeschaden oder ähnliches zu haben. Was ganz gut ist. Ja, das ist schon mal das Positive daran. Aber wir müssen die Zähne wechseln, weil dadurch, dass die jetzt so sich schwer damit tut, gibt es mir wahrscheinlich recht, würde sie wahrscheinlich auf Dauer auch kaputt gehen, wenn man sie da durchquälen würde. Und ja, deswegen müssen die Zähne neu. Das heißt, das Geld wird komplett investiert. Und das finde ich ganz, ganz dankbar, dass das dann nicht so doll wehtut jetzt, ne? Dadurch, dass wir die Spenden bekommen. Aber, das wollte ich nochmal erwähnt haben, das habe ich auch nochmal zum Thorsten gesagt, das zeigt wieder, wir haben echt die geilste Community. Wir haben echt die besten Fans. Ihr seid so sozial und ihr seid egal, wer Hilfe braucht, ihr unterstützt immer. Da sind natürlich ein paar von euch immer ganz vorne mit dabei. Die heben sich da immer so ein bisschen raus.
Wahnsinn. Also, aber insgesamt kann man echt nur sagen, haben wir, ihr seid die Geilsten. Ihr seid echt die Geilsten. Wobei natürlich jede Hilfe, ob ihr nur ein Shirt kauft oder es gibt auch, wir haben ja auch kleine Spenden schon bekommen, also alles hilft. Egal. Ne? Also das, auch genau. Wenn ihr nur die Videos schaut, das ist schon... Genau, Videos schauen, kommentieren, genau. das gibt, ja, das gibt einfach so, ihr gebt so viel zurück. Ne? Ich meine, natürlich ist das für uns auch alles ganz schön Lauferei und Stress und so, aber wenn man dann sieht, dass das von euch honoriert wird, dann... ja, dann macht das einfach Spaß, ne? Dann macht man das auch gerne. Das wollte ich, glaube ich, sagen. Da macht man das auch gerne, wie wenn man jemanden... Ja, ihr kennt das, ich sag mal, wie frustrierend muss das für einen Lehrer sein, wenn du versuchst, jemandem was beizubringen, damit er mal ein besseres Leben hat und was lernt, und die mauern alle und machen zu, ne? Dann macht das als Lehrer auch keinen Spaß. Aber wenn du eben Erwachsenenbildung machst, und in der Regel, das war auch bei Meisterschule und so ja eben auch so, wir waren da alle freiwillig und wir hatten da Bock drauf und wir wollten das tun, dann ist das für den Lehrer natürlich auch viel, viel leichter und viel, viel spaßiger, so doof das Wort auch ist, aber den Stoff zu vermitteln. Ne, dann hat der nämlich auch Bock, ne, wenn er merkt, seine Schüler haben Bock. Und so ist das bei uns. Ne? Wir merken, ihr habt Bock da drauf und dann haben wir auch Bock. Und dann machen wir das auch gerne. Ja, so kann man das sagen. Also, wir bringen jetzt die Pakete nochmal weg, damit ihr dann auch alle eure Sachen kriegt, weil da habt ihr ja auch Bock drauf und da habt ihr schließlich auch für bezahlt. Es sind auch endlich alle Hoodies. Ich habe das vorhin gesehen, da sind Bestellungen bei gewesen. Ich darf es gar nicht sagen, die sind 3-4 Monate alt gewesen. Ja, weil die Hoodies so lange nicht lieferbar waren. Und, verrückte Zeit. Verrückte Zeit. Es ist aber alles aufgeholt. Becher sind jetzt ausverkauft, da gibt es jetzt einer wartet jetzt da drauf. Die muss ich nachbestellen, das mache ich jetzt heute hoffentlich noch. Aber es ist alles wieder gut und ihr habt neue Produkte, das haben wir jetzt ja schon gelauncht, auch wenn wir das jetzt ein bisschen irritierend für uns ist. Aber ja, habt ihr ja gerade schon gesehen. Die könnt ihr gerne bestellen und ja, es geht weiter hoffentlich irgendwie. Ja, irgendwie geht es hoffentlich weiter und wenn nicht, fahren wir eben alle zusammen mit Vollgas vor die Wand. Genau, das habe ich jetzt zu Markus auch schon gesagt. Genau, das haben wir auch schon zu Markus. Genau, das haben wir auch schon zu Markus gesagt. Ne? Der war jetzt, also es geht keiner in Kurzarbeit. Und wenn das hier vor die Wand fährt, fährt das mit Vollgas, mit allem Mann vor die Wand. Genau, wir fangen nicht an und entlassen irgendjemanden oder so, nur damit das quasi, damit wir irgendwie weitermachen können oder so. Verkaufen wir alles, was man versilbern kann. Wollte ich gerade sagen, erstmal würde alles versilbert werden, was irgendwie zu versilbern ist. Und dann fährt das hier mit Vollgas vor die Wand. Also so habe ich schon immer im Leben gelebt, ganz oder gar nicht. Also entweder das funktioniert oder das funktioniert nicht. Halbe Sachen gibt es bei mir nicht. Und da halte ich auch nichts von. Und wie gesagt, der Markus wird so lange beschäftigt, wenn ich irgendwann im Wohnzimmer keine Couch mehr stehen habe. Aber das wird alles durch. Wenn, gehen hier alle zusammen unter. Es geht entweder niemand unter oder es gehen alle zusammen unter. Aber dazwischen gibt es nichts. Wir werden das so lange durchziehen, wie sich das irgendwie aufrechterhalten lässt. Ready by the